Willkommen zurück zu Super Mario Sunshine, zum voraussichtlich letzten regulären Part. Denn danach geht es zum Finale. Aber erstmal müssen wir noch im Plaza de la Palma etwas erledigen. Nämlich Kapitel 8, Münzenjagd beim Papusfest. Oh, ist das nicht jetzt, wenn die ganzen Pollen in der Luft sind? Ja. Ah, das Level ist irgendwie schon sehr atmosphärisch, ich weiß nicht. Münzenjagd nach 8 roten Münzen. Ja, mach ich das mal. Autsch. Palmer Geysir geöffnet, belebe Geist und Körper im Geysir. Okay, ich weiß nicht, wo der Geysir ist, aber ist in Ordnung. Was gibt jetzt auch gerade nicht Yoshi? Schade, ich hatte eigentlich auf Yoshi vertraut. Ja, hier die roten Münzen zusammen wird nicht so einfach, weil die wirklich überall sein können. Und ich glaube, ich habe mich gerade umgebracht. Nein, ah ja, da ist schon eine. Ich hoffe, da oben sind nicht noch mehr gewesen. Ich vermute allerdings schon, dass da noch mehr sind. Wir leben. Alles gut, alles gut. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Okay. Ja, aber ich denke, die ganzen Palmen abzuchecken ist gar keine verkehrte Idee. Auch sehr gut, wenn die Schwebedüse nicht so richtig funktioniert. Ah, hier kann man natürlich auch sehr schnell sterben. Ja, es wird schon eine spaßige Insignie hier. Aber wir genießen das Spiel, solange es geht. Ich meine, wie soll man denn diese Aussicht hier nicht genießen? Wir sehen da... jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Level heißt. Mit dem Sonnenvogel und hinterher ist Paco Fortuna. Schön. Allerdings sehe ich keine roten Münzen. Auch hier nicht. Gut. Nehme ich erstmal so, da ist die Raketendüse. Okay. Und jetzt eine rote Münze. Und ich müsste hier auch noch die Bienen wegmachen mit Yoshi. Gott, ist das gefährlich. Wird das dadurch einfacher? Eher nicht, oder? Ist hier eine Münze? Ja. Toll. Okay, die Bienen sind wieder da. Das hat also nicht so viel gebracht. Aber ich habe die Münze. So, bevor ich jetzt diese Palme da abchecke, gehe ich erstmal und schaue mich hier im Dorf um. Aha, bei den Früchten ist eine. Sehr clever versteckt. Ich hätte mich auch gerade, als ich mich im Wasser versteckt habe, kurz aufladen sollen. Aber so schlau war ich leider nicht. Kann natürlich auch sein, dass welche auf der Unterseite der Stadt sind. Das wäre natürlich ja nicht so praktisch. Also komme ich da nicht wirklich hoch. So schon eher. Aber auch das zeigt mir jetzt eigentlich keine neue rote Münze. Reicht mein Wasser noch, um bis zur Raketendüse zu kommen?
muss gar kein Wasser verwenden an manchen Stellen. Sehr schön. Okay. Das ist ziemlich hoch. Das reicht niemals. Nee. Definitiv nicht. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich wieder eine Schwebedüse herkriege. Genial. Ich weiß, dass man von diesem Palmenblatt nach hoch kommen kann. Ja. Aber da brauche ich eigentlich die Schwebedüse für. Verdammt. Das hier unten. Das sind tatsächlich rote Münzen. Eine zumindest. Aber ich habe keine Schwebedüse. Oh mein Gott, da ist ein blauer Vogel. Oh, den kriege ich schon noch. Da sind, glaube ich, nur die Pollen, die da oben in Schatten werfen. Na, verdammt. Aber ohne Schwebedüse bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die Aufgabe neu anfangen muss, weil ich da nicht hochkomme. Scheint aber fast ganz so. Bringt mir das irgendwas? Ich denke nicht. Es führt mich jetzt einfach nur an eine andere Stelle, aber nicht wirklich weiter. Andere Stelle ist auch gut. Im Grunde führt mich das nur in den Tod. Aber da ist noch eine blaue Münze. Naja, okay. Aber hier kann ich nichts machen ohne Schwebedüse. Ach man, das war jetzt aber gemein. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich werde einfach die Münzen nachholen. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe jetzt alles nach unten, wenn man da am ehesten sterben kann. Aber ich bin jetzt diese Münzen in Sicherheit wissen.
bevor ich mich dann an mehr mache. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich auf die andere Seite kommen soll. Ich bin hier total falsch. Was ich hier tun muss, das kann doch nicht richtig sein. Na gut, das kann ich. Ich kann hier nicht mal durchschießen. Das heißt, ich muss hier abspringen und dann muss ich irgendwie nach da oben kommen. Oder... Okay, ich weiß wie. Ist trotzdem ein bisschen fies. Mario, bring dich nicht um. Ah, oh, was für ein verrücktes Level. Ja, jetzt bin ich auch auf der falschen Seite. Irgendwie klingt das alles nicht richtig. Okay, das ist gefährlich. Immerhin die blaue Münze haben wir jetzt. Und die rote, da hole ich auch noch. Wie ich dann zurückkomme, weiß ich noch nicht. Ja. Meine beste Chance habe ich eigentlich, wenn ich hier versuche, wieder hochzugehen. Gut, ich hole mal eben die 5 Münzen, die wir schon hatten. So, die habe ich jetzt alle. War auch gar nicht so schwer. Irgendwie waren die alle an einem Platz. Was fehlen mir halt noch welche? Und da habe ich keine Ahnung, wo die sein könnten. Wobei... Ich denke nicht, dass die in der Kiste sein werden. Aber hier unter der Brücke vielleicht. Oh, schade. Hätte ich eigentlich einen guten Spot dafür gefunden, aber naja, wenn nicht, dann nicht. Hier unten kann es aber nicht sein, hier habe ich alles schon gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die große Palme.
geht so gerade. Aber so gerade reicht ja auch schon. Ja, da ist noch eine rote Münze. Sehr schön. Oh, und hier ist auch noch eine geheime Insignie. Und zwar muss ich hier die Sonne anspritzen. Aber das mache ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal die roten Münzen hier, weil da nur noch eine fehlt. Und das ist deutlich anstrengender. Tja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei rote Münzen hier auf der Palme sind. Aber ich wüsste auch nicht, wo die sonst sein sollen. Vorsichtig. Ah, aber irgendwie waren die alle auf der Seite der Stadt und nicht hier. Das ist so komisch. Kann doch nicht richtig sein. Hat das was mit den Wolken zu tun? Wahrscheinlich nicht, aber mit den Wolken hätte ich es auch mit der Raketendüse geschafft. Oder über die Wolken hätte ich es mit der Raketendüse geschafft, fällt mir gerade auf. Ja, oben ist eine rote Münze, danke, die habe ich schon. Hier war ich schon. Hier hinter? Ist keine. Oh, man sieht die eigentlich auch aus der Entfernung immer ganz gut, aber irgendwie. Ich bin richtig ahnungslos. Ja gut, es hilft ja nicht. Ich werde jetzt einfach hier alles durchsuchen. Okay, die Insignie erscheint dort oben. Oh, wenn ich die jetzt nicht kriege, dann raste ich aus. Wo ist die denn überhaupt, diese Wolke? Oh, ich muss einfach da hochkommen. Hä, wo ist denn die Wolke mit der Insignie? Nein. Da würde ich die Schwebedüse bekommen. Alles klar. Lass ich mich jetzt echt dahin treiben, oder wie? Oh mein Gott. Kein Kommentar. Selbst wenn man weiß, wo alle Münzen sind, dauert es ewig lange, die alle einzusammeln. Vor allem die auf der Unterseite ist echt nicht so geil einzusammeln. Naja. Jetzt kann ich überlegen, wie ich da dran komme. Also ich fand das ja eigentlich schon ganz gut. Springe ich ab. Dann kann ich auch schweben. Wolke. So, die Insignie haben wir. Jetzt hat es aber so lange gedauert, dass ich gar nicht mehr das ganze Level schaffen werde. Ich muss ja auch noch 100 Münzen sammeln. Deswegen, die blauen Münzen fehlen auch noch. Deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt noch den geheimen Stern, den ich gerade schon gesehen habe. Und dann belassen wir es erstmal dabei. Und dann
Kommt noch ein Part mit Plaza de la Palma. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Level. Ja, die 100 Münzen, den anderen versteckten Stern und die blauen Münzen machen wir dann im nächsten Part. Wobei der versteckte Stern jetzt ja relativ schnell geht, der ist auch nicht aufwendig. Wir müssen einfach nur hier hochkommen. Oh, hier nicht springen, also nicht nach vorne springen. So. Oh, das war ein bisschen tief. Reicht aber noch, okay. So, einmal die Sonne anspritzen. Für eine andere Sonne. Ist auch ein sehr, sehr gemeiner Stern. Also kommt man so eigentlich gar nicht drauf. Klar, dieses Insignie hier auf der Plattform, die zeigt einem das an, dass hier irgendwas ist. Aber auf die Idee zu kommen, da oben die Sonne anzuspritzen, naja. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber ist in Ordnung. So. Dann machen wir im nächsten Part weiter, schließen dann wirklich Plaza de la Palma ab und im übernächsten Part geht es dann ins Finale. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin wie immer, alles Gute.